Moin liebe Trickster und willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich was ganz Besonderes für euch. Ich betreibe jetzt seit bald 8 Jahren diesen Kanal voller Zaubertricks, Comedy, Vlogs und so weiter und so weiter. Und ich habe euch vor vielen Jahren einen Kartentrick gezeigt und ihn euch auch erklärt, bei dem es um Kartenteleportation geht. Das heißt, die Karte des Zuschauers aus seinen Händen heraus in Luft auflösen und in meine Hand hineinzaubern. Darum ging es in dem Trick. Das Video war sehr beliebt bei euch und der Trick ist auch einfach unglaublich gut. Das ist der sogenannte Biddle-Trick. Absoluter Klassiker. Ich mache diesen Trick immer. Er ist bei meiner Top 5 Kartentricks, die ich immer vorführe, immer dabei. Ja, also wirklich, wenn ihr mich jemals sehen solltet und mich fragt, Matti, kannst du mir einen Trick zeigen, führe ich euch auf jeden Fall unter anderem diesen Trick vor. Und auch wenn ich dem Ganzen auf meiner Schwierigkeitsskala nur eine 4 von 10 geben würde, Anfänger bitte gut üben. Ihr schafft das, es ist nicht zu schwierig. Ihr müsst aber 2 Moves gut üben. Die Fortgeschrittenen, die machen das eh mit links, die müssen nicht auf so viel achten wie die Anfänger. Aber auch wenn das so einfach ist, ich zauber seit bald 10 Jahren und trotzdem führe ich diesen Trick bis heute vor. Er haut all eure Zuschauer um, er ist so verblüffend, aber meine Erklärung damals und auch die Vorführung, das war so grottig. Wirklich, es war so schlecht. Der Winkel war auch ganz komisch. Ich habe keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe. Ich mache das Ganze jetzt noch einmal neu für euch, weil ich darum gebeten wurde, weil das Tutorial scheinbar mega unverständlich war. Heute noch einmal der klassische Biddle-Trick für euch vorgeführt und erklärt. Jetzt zeige ich euch erstmal, wie das Ganze aussehen könnte. Und das mache ich anhand dieser Karten. Hashtag Werbung, unsere Somnium-Cards. Und weil viele immer noch fragen, auch wenn ich es milliardenmal beantwortet habe, Mitte Juli gibt es diese Karten wieder in unserem Shop. Somnium-Cards.com. Erstmal wollen wir noch alle Decks verschickt haben, bevor wir die nächsten Decks verkaufen. Wir sind bei mittlerweile 90% der Decks, also wenn du dein Deck noch nicht hast, bitte nicht verzagen. Halfbricks, Bricks, Bundles, Karte mit Hoodie, Karte ohne Hoodie, wie auch immer. Es ist eigentlich fast alles mittlerweile unterwegs und es kommt im Laufe der Woche alles bei euch an. Wenn nicht, schreibt uns unbedingt eine Mail an die Supportadresse und dann kümmern wir uns um alles. Okay, liebe Trickster, zuallererst holen wir natürlich unsere wunderschönen Somnium-Cards aus ihrer Schachtel heraus. Und die darf der Zuschauer gerne auch durchmischen mit eigenen Händen. Er darf sie auch gerne untersuchen, dass es gewöhnliche Karten sind und sich völlig willkürlich 8 Karten aus diesem Kartenspiel heraussuchen. Ja, mehr brauchen wir nicht, der Rest kommt zur Seite. Wie gesagt, das hätte er gerne mit Gesicht nach oben ganz bewusst aussuchen dürfen. Ich habe es jetzt willkürlich gemacht. Und er darf die Karten untersuchen, dass es normale Karten sind und darf sie auch gerne durchmischen. Und jetzt soll der Zuschauer bitte eine Karte, diese 8 Karten, ziehen. Sagen wir mal, er entscheidet sich für genau die hier. Ich drehe mich jetzt weg, dass ihr das an meiner Stimme hört. Ja, ich schaue nicht hin, ich weiß nicht, welche Karte das jetzt ist. Aber ich würde euch bitten, merkt sie euch bitte, auf keinen Fall vergessen, das ist jetzt eure Karte. Ja? Wir verlieren sie hier und mischen auch gerne noch einmal durch. Und pass auf, ich habe jetzt hier 4 Karten und ich habe hier 4 Karten, die ich umdrehe. Und falls ihr jetzt eure Karte sehen solltet, bei diesen 4 Karten, falls sie jetzt dabei ist, wir machen jetzt ein ultra verrücktes Experiment, das klingt jetzt richtig bescheuert, aber ihr da draußen, für euren Handys, für euren PCs, wo auch immer ihr das Video schaut, wenn ihr eure Karte gleich sehen solltet, bitte ich euch, egal wo ihr gerade seid, sagt bitte laut Stopp. Egal, in der Bahn, zu Hause, wo auch immer ihr gerade seid, sagt einfach laut Stopp. Okay? Falls eure Karte dabei ist. Wie gesagt, ich mache ganz langsam, dass ihr es ganz genau sehen könnt. Das wäre 1, 2, 3, und 4. Okay? Und auch wenn ich gerade im Vergleich zu euch in der Vergangenheit bin, sorry, andersrum, ihr seid für mich in der Zukunft, ich bin für euch in der Vergangenheit, habe ich das Gefühl, ihr dürftet gerade Stopp gesagt haben. Ich glaube, eure Karte dürfte hier mit dabei sein. Wisst ihr was? Ich gebe euch eure 4 Karten in die Hand und ihr dürftet jetzt die Hände auch schließen darüber. Ich verdeutliche das mal anhand dessen, dass ich die Schachtel da drauf lege, ja, dass ihr das seht. Ich habe halt keinen Zuschauer gerade hier. Also, dass ich nicht irgendwie fusche oder sowas. Wenn ihr eure Karten habt, habe ich selbstverständlich die 4 Karten, bei der eure Karte nicht dabei ist. Ja, ist logisch. Und jetzt kommt die Teleportation. Darum geht es ja heute. Es steht im Titel. Ich habe es die ganze Zeit angesagt. Teleportation. Ich nehme eure Karte, okay? Ich drehe sie um und ich teleportiere sie in meine Karten hinein. Klingt unmöglich. Ist es auch eigentlich, aber wenn das theoretisch geklappt haben dürfte, hättet ihr eigentlich statt den 4 Karten, die ich euch gegeben habe, nur noch 3 Karten in eurer Hand. Ich habe euch ja eine weggenommen. Und wir prüfen jetzt einfach mal ganz langsam und vorsichtig nach, ob das stimmt. Wir haben hier noch 1, 2, 3 Karten in eurer Hand. Es hat funktioniert. Ich habe eure Karte genommen, umgedreht und falsch herum zu meinen Karten hinzu teleportiert. So, und jetzt möchtet ihr natürlich wissen, wie funktioniert dieser Trick? Wie könnt ihr das Ganze nachmachen? Naja, ein Zauberer verrät seine Tricks leider nicht. Deshalb, sorry, müsst ihr abschalten. Spaß.
Spaß. Natürlich, man zeigt seinem Zuschauer nicht, wie der Trick geht. Also nochmal eine Magic Lesson an dieser Stelle. Ihr zeigt bitte euren Zuschauern nicht, wie eure Tricks gehen, nur weil ich hier auf YouTube Tricks erkläre. Wir sind hier in der größten Zauberschule Deutschlands. Sind wir sogar technisch gesehen wirklich. Ist ja komplett creepy. Und ich möchte euch natürlich was beibringen, deshalb jetzt ein ganz alter Klassiker, der Battle Trick. So funktioniert es. Schnappt euch eure Karten. Let's go. Okay, also anhand dessen, dass der Zuschauer selbst mischen durfte und sich selbst die Karten aussuchen durfte, wissen wir, es ist ein völliger Impromptu-Trick. Ihr müsst nichts vorbereiten. Ihr könnt wirklich so loslegen, wie ich das Ganze angesagt habe. Wir benutzen jetzt wirklich hier 8 Karten und von diesen 8 Karten darf der Zuschauer, nachdem er sie untersucht hat und sie auch gerne selbst durchgemischt hat, eine Karte auswählen. Sagen wir, der Zuschauer entscheidet sich einfach mal für die hier. Und ich füge gerne noch ein kleines Detail hinzu. Falls der Zuschauer rein zufällig die 4. Karte von unten auswählen sollte, das habe ich vorhin in meiner Performance ganz bewusst gemacht, dann sage ich immer extra noch, merk dir bitte unbedingt, an welcher Stelle du die Karte gezogen hast zu meinem Zuschauer, dass er sie genau dahin zurücksteckt. Falls er jetzt irgendeine andere Karte ziehen sollte, macht ihr bitte folgendermaßen weiter. Ihr schiebt wieder alle Karten zusammen. Während sich der Zuschauer seine Karte merkt, dass das ist hier in der Erklärung die Kreuz 10. Während er sich die Kreuz 10 einprägt, könnt ihr das Ganze noch einmal ganz chillig durchmischen. Und dann fächert ihr die Karten auf und nehmt jetzt in eure rechte Hand 4 Karten und lasst in der linken Hand die 3 Karten am besten einfach so aufgefächert und sagt, gib mir die Karte mal bitte wieder. Und wenn ihr das hier macht, gibt euch der Zuschauer automatisch eure Karte an diese Stelle hier wieder, denn da muss sie jetzt hin. Sie muss an 4. Stelle von unten. Okay, also 3 Karten sind darunter, 4 Karten darüber. Da muss die Karte hin. Deshalb, wenn der Zuschauer zufällig genau die Karte zieht, halte ich einfach genau da offen und sage, okay, ich halte hier für dich die Stelle offen, da wo du die Karte gezogen hast. Und dann gibt er mir die Karte genauso wieder. Kreuz 10 merkt sich jetzt der Zuschauer. Und wir tun Folgendes. Wir schieben die Karten zusammen und gehen direkt in einen Overhand Shuffle über. Overhand Shuffle heißt, die Karten hier so zu mischen. Ihr kennt das Ganze. Damit kann man Karten übrigens mega gut kontrollieren. Beispielsweise eine Karte nach oben zaubern, nach unten zaubern, an dritte Stelle von oben zaubern und so weiter und so weiter. Das ist für Zaubertricks gut. Das ist gut, wenn ihr im Poker betrügen wollt. Checkt doch einfach die Infokarte da oben und schaut mein ganz ausführliches Video dazu. Glaubt mir, es steckt viel mehr hier hinter, als man erwartet. Wir mischen jetzt aber nicht einfach drauf los, sondern der Zuschauer hat uns die Karte zurückgegeben. Hier Kreuz 10. Wir schieben alles zusammen, gehen in Overhand-Shuffle-Position, aber wir zählen jetzt von oben 1, 2, 3 Karten ab und werfen den Rest oben drauf und gehen direkt über zum nächsten Shuffle und zählen jetzt 4 Karten. Jetzt ist die Zuschauerkarte schon an der Stelle, wo wir sie gleich haben wollen. Achtung, wir zählen jetzt direkt hintereinander weg. 1, 2, 3, 4. Und die 4, die jetzt in unserer linken Hand sind, die drehen wir jetzt mit Gesicht nach oben und legen sie oben drauf und erklären jetzt unserem Zuschauer, er soll bitte, falls er seine Karte sieht, in seinen Gedanken Stopp denken und wir gucken, ob wir das empfangen, weil wir dadurch noch ein bisschen Mentalmagie mit einbauen können. Und das ist immer schon mal ein cooler Effekt, dass der Zuschauer weiß, hä, ja, ich habe wirklich Stopp gedacht, woher weiß der Typ das? Und jetzt kommt der entscheidende Move des Tricks. Wenn ihr bis hierhin alles richtig gemacht habt, dann liegt immer in 100% der Fälle jetzt an zweiter Stelle die Karte des Zuschauers, in unserem Fall die Kreuz 10. Achtet darauf, dass der Zuschauer, wenn er die Kreuz 10 gezogen hat, diese an 4. Stelle von unten legt, also auf die drittuntersten Karten hier. Oben drauf landen 4 Karten. Ihr geht direkt über hierhin, zählt 1, 2, 3. Das macht ihr natürlich unauffällig und es soll so aussehen, als würdet ihr die Karten einfach mischen. Ja, ich blende euch hier den Ausschnitt von meiner Performance ein. Ihr seht, es sah halt aus, als würde ich wirklich durchmischen. Ihr legt den Rest auf diese 3 Karten oben drauf. Ihr zählt nochmal 1, 2, 3 und 4. Die 4 in der linken Hand dreht ihr nach oben und jetzt liegt immer an zweiter Stelle die Kreuz 10. Und wir wissen auch an dieser Stelle schon, welche die Karte des Zuschauers ist. Und ihr könntet, wenn ihr das gut verpacken könnt, sogar nachher noch ein bisschen Gedankenlesen mit einbauen und sagen, ja, ich glaube, eure Karte war die Kreuz 10, oder? Ganz zum Schluss, ich sag gleich, wenn ihr das so machen möchtet, wenn ihr auf Metamagie steht, ich sag euch gleich, an welcher Stelle ihr das bitte am besten macht. Ich persönlich mache das ungerne. Dadurch, dass ich weiß, welche Karte der Zuschauer hat, wirkt es schon wieder so ein bisschen eher so, als hätte ich alles unter Kontrolle gehabt und es wäre nicht ein großer Zufall gewesen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist wieder so eine kleine Lehrstunde der Magie. Jetzt
passiert Folgendes. Wir greifen diese 8 Karten von oben im Middle Grip. Ja, unser Daumen geht an die untere rechte Ecke, Mittelfinger und Ringfinger gehen hier oben an die rechte Ecke. Wir halten so die Karten. Unser linker Daumen kommt jetzt und zieht die oberste Karte. Wir können es schnell machen, um es den Zuschauer schwer zu machen. Ich persönlich mache es gerne so moderat langsam, um zu sagen, dass du genug Zeit hast, um dir alle 4 Karten anzuschauen. Und jetzt zähle ich die erste Karte und sage 1. Und ich weiß jetzt schon, das hier ist die Karte des Zuschauers. Und jetzt Achtung, wir nehmen die oberste Karte in den Mechanics Grip, in die linke Hand. Ja, ganz normal, wie wir ein Kartenspiel halten. Und dadurch seht ihr schon, der kleine Finger liegt hier ja mit diesem kleinen Stückchen Fleisch hier vorne oberhalb der Karte. Das war Karte 1, also 1. Jetzt gehen wir mit den ganzen restlichen 7 Karten so über das Deck drüber, dass es schön bündig über der ersten Karte steht, ja? Wir gehen direkt hier rüber, um die zweite Karte abzuzählen und ihr werdet gleich sofort sehen, warum wir das machen, okay? Wir hatten gezählt 1, gehen hier rüber und sagen 2 und legen jetzt unter die zweite Karte, die ja die Zuschauerkarte ist, unseren kleinen Finger hier, okay? Das ist jetzt hier total übertrieben, so groß muss der Abstand nicht sein. Das reicht auch schon aus, aber der Zuschauer wird es von oben bzw. von vorne nicht sehen können. Wir halten jetzt einen sogenannten Pinky Break. Ja, Pinky, kleiner Finger, Break, ein Bruch zwischen den Karten. Denn jetzt bei der dritten Karte gehe ich mit diesen 6 Karten wieder hier rüber. Ja, und deshalb haben wir das vorhin gemacht, damit es immer genau gleich passiert. Dass es nicht einmal unterschiedlich aussieht, sondern immer gleich abläuft. Ich gehe hier rüber und während ich jetzt die dritte Karte abzähle, klaue ich mir hier mit dem Daumen und hier Ring und Mittelfinger, ich klaue mir die Kreuz 10 hier weg, während ich die dritte Karte abzähle. Und habe jetzt hier die Karte des Zuschauers geklaut in meine rechte Hand. Das ist der Moment, in dem der ganze Trick passiert. Und ihr müsst auf eine Sache unbedingt achten. Ja, ich mache es nochmal rückgängig. Achtet bitte darauf, wenn ihr hier die erste Karte abzählt, komplett rüber geht, die zweite Karte abzählt, dass ihr jetzt auch schon nicht die Herz 3 darunter sehen lasst, sondern einfach wirklich die hier abzählt. 2. Kleiner Finger ist darunter. Und jetzt, während wir die Karte hier klauen, wieder dasselbe. Wir zählen den Buben drauf, ohne dass man jetzt sieht, dass hier die Kreuz 3 liegt, die Herz 3, weil ich mir die Kreuz 10 ja geklaut habe. Das müsst ihr unbedingt verhindern, okay? Ich mach's ein bisschen heller. Das müsst ihr bitte unbedingt verhindern. Nicht so die dritte Karte abzählen. Das wollt ihr auf keinen Fall, dann sieht der Zuschauer, dass ihr die hier geklaut habt. Sondern halt wirklich ganz, ganz sauber. Sorry, dass ich es gerade so ausführlich erkläre, aber es ist wirklich wichtig, ja? Achtet darauf, ganz langsam. 1... Kleiner Finger ist bereit. 2. Zack, jetzt kommt die Karte hier komplett rüber. Ich klaue die Kreuz 10. 3. Ohne die Karte darunter zu flashen. Und zähle ab. 4. Und ihr werdet jetzt hier einen kleinen Abstand zu der Karte haben. Ihr könntet, wenn ihr einen Tisch habt, das Ganze jetzt einfach auf den Tisch legen und seid so sauber. Oder wenn ihr das in der Luft macht, diesen Trick, halt ohne Tisch, dann senkt ihr diese Karten ab und haltet dem Zuschauer diese Karten schon direkt hin, um die Aufmerksamkeit hiervon wegzulenken. Weil es könnte sein, dass der Zuschauer so ein bisschen hier was sehen könnte. Deshalb geht ihr hier runter, streckt das dem Zuschauer hin und sagt, du hast Stopp gesagt. Ich habe das ganz genau gespürt. Mein Bauchgefühl hat mir gesagt, du hast an Stopp gedacht. Und ich würde dich wirklich bitten, streck mir mal deine Hand hin. Der Zuschauer streckt seine eine Hand hin. Ihr legt diese 3 Karten, die es jetzt ja nur noch sind, auf die Hand drauf und sagt direkt, ohne dass die Karten verrutschen, achtet darauf, ich halte dann immer noch so die Hand mit dran und sage, komm, leg die andere Hand oben drauf. Er legt seine Hand hier wirklich so unter meine und dann erst lasse ich los, dass sie ja nicht verrutschen, ja? Also nicht hinlegen und darauf vertrauen, dass der Zuschauer hier keinen Mist baut. Er soll nicht sehen, dass es 3 Karten sind. Also, er hält die Hand hin. Ich sage, hier, komm, leg mal die andere Hand oben drauf und ich warte, bis eine andere Hand kommt und ganz zum Schluss nehme ich meine Hand erst weg, ja? Kleiner Tipp an dieser Stelle. Der Zuschauer hat jetzt seine Hand auf diesen 3 Karten, denkt aber, es wären 4 Karten inklusive seiner. Seine Karte ist aber hier an unterster Stelle und jetzt müsst ihr nur noch eine Sache machen und zwar zählt ihr jetzt von oben eine Karte ab, 2 Karten ab und legt den Rest oben drauf. Dadurch ist jetzt nämlich die Zuschauerkarte in der Mitte. Und ihr schenkt dem Ganzen bitte keine Aufmerksamkeit in der Vorführung, ja? Ihr redet nicht mal darüber, dass ihr das gerade gemacht habt. Ihr macht es einfach und redet darüber, ja, du hast deine Karten. Ich will nur, dass du dir in den Händen hältst, dass du nicht glaubst, dass ich pfusche. Ja, das sagt ihr dem Zuschauer einfach. Und währenddessen macht ihr hier schon einfach, ja, ich möchte nur, dass du nicht denkst, dass ich irgendwie pfusche oder sowas. Fertig, ihr macht es einfach beiläufig. Jetzt dreht ihr die Karten um und sagt, wenn du deine Karten hast, wo deine Karte dabei ist, ihr könnt sogar betonen, wenn du die 4 Karten hast, wo deine dabei ist, und während ihr jetzt sagt, dann habe ich ja die anderen 4 Karten, macht ihr einen sogenannten Ascanio Spread, mit dem ihr hier an dieser Stelle
die umgedrehte Karte verstecken könnt. Ich habe ein ganz ausführliches Tutorial zum Ascanio Spread gemacht. In der Infokarte da oben ist es verlinkt, wenn ihr ihn noch nicht beherrschen solltet. Ich erkläre ihn jetzt hier an dieser Stelle nicht. Machen wir mal so, dass ihr das auch schön sehen könnt. Ich erkläre Ascanio Spread nicht. Ihr zieht hier die erste Karte, die zweite und die dritte zur Seite. Und ich mache halt, wie gesagt, gerne hier noch diesen kleinen Bewegungsmove. Das ist halt wirklich ganz unauffällig nach einer Karte aussieht, das Doppel. Wir sagen, dann habe ich natürlich die anderen vier Karten. Wir schieben das Ganze wieder zusammen und sind fertig. Das war der ganze Trick. Der Rest ist reine Präsentation. Ich hoffe, euch hat dieser Trick gefallen. Bitte, bitte, bitte vergesst nicht, das Video mit dem Daumen nach oben zu bewerten und meinen Kanal zu abonnieren für wöchentliche Zaubertrick-Tutorials und vieles, vieles mehr, Comedy und Vlogs und so weiter. Je nachdem, wie ihr es jetzt präsentiert, ich sag gerne, ich teleportiere deine Karte hier rein. Und ihr könntet es jetzt sogar unterschiedlich präsentieren. Der Dennis beispielsweise, ja, der Klecks, der performt es gerne so, dass er jetzt im Prinzip den hier macht. Er schiebt hier irgendwie so die vier Karten beiseite und macht dann so einen Move hier. Und das sieht cool aus. Und dann prüfen sie, oh, ich habe ja nur noch drei. Ich persönlich mache es gerne genau andersrum. Ich sage, wenn ich deine Karte jetzt geklaut haben könnte, wie viele hast du dann noch? Dann sagt der Zuschauer natürlich, ja, drei. Und dann sage ich, guck mal nach. Das ist der Moment. Das ist der Magie-Moment, wo der Zuschauer sagt, hey, ja, dann hätte ich ja drei. Und ihr dann sagt, guck mal nach, wie viele hast du? Das ist der beste Moment dieses Tricks. Der Zuschauer zählt nach. Er hat wirklich nur noch drei Karten. Ihr enthüllt, ihr habt seine Karte hier gestohlen. Und wenn euch das Ganze jetzt gefallen hat und ihr möchtet noch mehr Magie, dann klickt euch doch in dieses Video rein für meinen letzten Trick. Hier könnt ihr euch den Trailer zu den Somnium Cards noch einmal anschauen. Falls ihr den noch nicht gesehen habt, es ist eigentlich somit das beste Video auf meinem Channel. Und da oben bitte unbedingt klicken, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Abonniert meinen Kanal für 4 hammermäßige Videos mit super Qualität pro Woche.